So, wir sind noch ein Stückchen weiter gewandert. Was haben wir denn hier Schönes entdeckt? Ja, was hier so schön rot leuchtet, auch jetzt noch am 11. November, sind die Hagebutten, also die Früchte der wilden Rose. Wir haben ja absolut mit Absicht einfach mal so einen Rosenbusch wild stehen lassen, blüht ja auch wunderbar im Juni. Und man wird eben dann beschenkt und belohnt mit diesen Hagebutten. Und ich sagte es ja schon eingangs, ganz wichtig bei dem Aspekt der Selbstversorgung ist ja auch, wie bekommen wir Vitamine und Vitalstoffe. Und das hier sind richtige Powerpakete. Also die Hagebutte oder die Heckenrose, die wilde Rose, ist zusammen mit dem Sanddorn, das sind die Pflanzen, die bei uns in der einheimischen Flora den höchsten Vitamin-C-Gehalt und den höchsten Gehalt auch an Carotinoiden zum Beispiel bieten. Und Sanddorn wächst ja bekanntlich vor allem an der Nord- und Ostseeküste oben, ein bisschen auch im Alpenvorland auf den dortigen Schotter- und Sandflächen an den Flüssen, die aus den Alpen runterkommen, also Isar, Lech und so weiter. Und im flachen Land dazwischen, da ist man echt darauf angewiesen, dass man bei der Heckenrose, bei den Hagebutten erntet. Ne? Und die bieten uns einfach sehr große Konzentration, gerade an dem wichtigen Sanddorn. Und Hagebutte sind ja die Spitzenreiter in unserer einheimischen Flora, was den Vitamin-C-Gehalt angeht. Und damit sind sie natürlich super für eine Gesundheitsvorsorge gegen die ganzen Erkältungskrankheiten, die stärken ungemein das Immunsystem. Und jetzt Mitte November haben wir eben immer noch wunderbare Hagebutten, die wir dann zum Beispiel zu Tee verarbeiten können, indem man sie trocknet, oder auch zu einem Smoothie, zu so einem Powergetränk, Vitamingetränk, was wir nachher zubereiten. Und dafür ernten wir jetzt einfach mal diese leuchtenden Früchte ab. So, mit unserer Beute, Hagebutten, Kirsch und auch ein bisschen Brennnessel bewegen wir uns jetzt zum nächsten Sammelort. So, inzwischen sind wir hier bei der Vogelmiere angelangt. Was gibt's denn da dazu zu sagen? Ja, die Vogelmiere ist ja auch so ein bei vielen verschrienes Unkraut im Garten. Also eine ganz, ganz wertvolle Pflanze. Sie wächst ja so polsterartig, teppichartig, hat auch eine unglaubliche Vitalität. Also die Samen zum Beispiel sind 30 Jahre lang keimfähig. Man kriegt die also wirklich nicht aus dem Garten raus. Und es ist ja auch gut so. Ist einfach ein ganz treuer Begleiter, ein ganz wertvolles Wildgemüse. Und sie ist auch geeignet, jetzt, wir haben vorher drüber gesprochen, die Pflanzen enthalten oft Bitterstoffe, Gerbstoffe und solche Dinge. Vogelmiere nicht. Also man kann wirklich Vogelmiere-Salat kann man auch Kindern servieren. Das schmeckt wunderbar, hat ein ganz tolles Eigenaroma nach jungen Erbsenschoten zum Beispiel oder nach jungem Mais, das wird meistens so genannt. Schmeckt also knackig, frisch, sehr lecker, regelrecht delikat, muss man sagen. Und der ganz große Vorteil ist auch noch der, dass diese Pflanze wintergrün ist. Sie stirbt natürlich von hinten her, also das sind so ganz lange Triebe. Von hinten her werden dann die Blätter auch ein bisschen gelb, aber die Triebspitzen, auf die es ankommt, ich habe hier schon mal ein paar gepflückt, die Triebspitzen, die man dann so, aus denen man den Salat dann zubereitet oder die man so in Smoothie reingibt oder auch in einen Wildkräuterspinat, diese Triebspitzen, die findet man eben auch noch im Januar und im Februar. Und das macht die Pflanze natürlich absolut wertvoll, weil wir dadurch auch dann eben noch ein frisches Grün haben. Und die Vogelmiere hat auch, abgesehen von vielen Vitaminen und Spurenelementen, Saponine drin. Was bringen die denn dem Körper? Ja, also Saponine, das ist sind eigentlich waschaktive Substanzen. Und man könnte also jetzt, das ist kein Witz, daraus auch ein ganz sanftes Waschmittel herstellen. Also Restauratoren, die alte Messgewänder oder Gobelins oder sowas restaurieren, verwenden auch solche Pflanzen, wie zum Beispiel das Seifenkraut oder die Vogelmiere dazu, um so eine milde Seifenlauge herzustellen. Und für uns hat es jetzt aber den großen Vorteil, dass die Resorption, also die Aufnahme der wertvollen Inhaltsstoffe im Dünndarm, durch diesen Saponingehalt erleichtert wird und verbessert wird, weil die Saponine bewirken, dass die Nährstoffe eben gut löslich sind und dass der Transport durch die Darmwand hindurch leichter vonstatten geht. Also die Saponine selbst werden nicht vom Körper aufgenommen, sondern die Saponine helfen dem Körper, andere Nährwerte aufzunehmen. Ja, ganz genau so ist es. Ne? Und bei den Gehalten an Vitaminen ist noch hervorzuheben, dass die Vogelmiere die Vitamine B1, 2 und 3 enthält. Und gerade die B-Vitamine sind ja auch sehr wichtig für die Psyche zum Beispiel, für die Nerven, braucht man in der Krise ja auch starke Nerven, für die Haut und so weiter. Also B-Vitamine sind ja ganz wichtig und gerade bei Leuten, die eine spezielle Ernährung haben, wie jetzt vegan oder vegetarisch,
sind die B-Vitamine ja oft auch so ein bisschen der Knackpunkt. Sie haben gerade das Stichwort Resorption angesprochen. Das heißt, das Aufsaugen des Körpers, was er überhaupt verwenden kann und in die Zellen einbauen kann. Wenn man irgendwas schluckt, heißt das ja noch lange nicht, dass der Körper das dann aufnimmt. Wie ist das mit den Wildkräutern und der Resorption? Ja, also bei den Wildkräutern, überhaupt bei allem, was wir aus der Natur essen, aber das gilt auch fürs Kulturgemüse, sofern es noch ein einigermaßen Gehalt an Vitalstoffen hat, hat man immer im Vergleich zu Vitaminpräparaten, die man jetzt aus der Apotheke kauft, also ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel Vitamin C, die pure Ascorbinsäure, dieses Pülverchen, was man da so in Döschen kauft, hat man immer den Vorteil, dass alles das, was der Körper zur Resorption braucht, also zum Aufschließen und wirklich aufnehmen, zum Transport bis in die Zelle hinein, dass all die dafür notwendigen Enzyme schon mit enthalten sind. Also der Körper hat es viel leichter, diese Dinge zu verstoffwechseln. Wenn wir das in einer raffinierten Form oder in einer wirklich konzentrierten Form, wie zum Beispiel eben die Ascorbinsäure, zu uns nehmen, dann, das ist auch dutzendfach nachgewiesen, dann wird das einfach zu 90-95% über die Niere sofort wieder ausgeschieden und das meiste, was wir da zu uns nehmen, war eigentlich für die Katz, kann man einfach so sagen. Bist du drauf? Bei der Vogelmiere ernten wir ja hauptsächlich die Triebspitzen und die winzig kleinen Blütchen. Worauf muss man denn achten und wie genau erkenne ich denn die Vogelmiere? Ja, die Vogelmiere ist ein Nelkengewächs und es wächst also eher kriechend und wenn dann der Teppich sehr dicht geworden ist, dann wächst es auch ein bisschen nach oben. Und so einen Fall haben wir hier, also das ist ein richtiges schönes Vogelmiere-Kissen hier. Und wenn wir uns jetzt mal die einzelnen Triebe angucken, ich greife jetzt mal so richtig rein, dann sehen wir hier hinten haben wir schon gelbe Blättchen, nach vorne wächst es dann wunderbar frisch raus. Das ist also, sind lauter so lange Triebe, die immer wieder gegenständige Blättchen tragen und aus diesen Blattachseln heraus können dann auch neue Triebchen wachsen. An den Enden sehen wir hier dann so ganz kleine Blütenknöpfchen. Also die Blätter wachsen nicht wechselseitig, sondern immer zwei Blätter direkt nebeneinander. Zwei Blätter, genau, sie sind nicht wechselständig, sondern sie sind gegenständig, genau. Es ist ein Nelkengewächs, was man an den Blüten sehen kann, aber die Blüten sind jetzt eben, wir haben Mitte November, die gehen schon gar nicht mehr auf, die sieht man jetzt nicht. Was man jetzt erntet, sind hier diese Triebspitzen, ne? Also einfach die vorderen 3-4 Zentimeter. Weil es dort einfach knackig, frisch und grün ist und das hintere, was schon leicht abgestorben ist, das kann man einfach sein lassen. Und ein wichtiges Erkennungsmerkmal ist, dass die Behaarung am Stiel, das ist einfach eine Haarreihe. Das ist aber so fein, dass man es nur wirklich im Fokus sehen kann. Wenn man genau hinguckt, sieht man hier eine Haarreihe. Ansonsten ist die Pflanze unbehaart. Das sieht ja jetzt erstmal recht wenig aus, aber Sie sagten vorhin schon, dass die Inhaltsstoffe einfach so viel mehr sind im Gegensatz zu normalem Kultur, dass ich dann das mehrfach verdoppelt vorstellen kann und das dann gar nicht mehr so wenig ist. Ja, absolut. Also der Gehalt bei Wildgemüsen, auch bei Wildobst, ist oft um das 20- bis 30-fache höher im Vergleich zu den Kulturgemüsen. Ich habe das ja in einem meiner Bücher schon mal in einer Tabelle, sofern es da überhaupt Daten gibt, verglichen. Und von daher kann man sich jetzt vorstellen, wenn man hier auch nur so ein paar Blättchen sieht, man kann diese Menge mal 20 oder mal 30 nehmen und hat dann also einen Riesenberg Kopfsalat oder Eisbergsalat aus dem Gewächshaus und hat die gleichen Nährwerte darin. Da kriegt man richtig Appetit. Ja. Auch wenn die Natur sich auf den Winter vorbereitet und die Speisekammern der Natur geleert aussehen, hat das wache Auge manche vitale Köstlichkeit zu erbeuten. Im folgenden Teil werden wir uns mit der Zubereitung der gesammelten Kräuter und Früchte beschäftigen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuschauen und Ausprobieren.